Naja. Sehr viel Ratzfatz gerade. Wenn ich Ratzfatz jagen würde, wäre es jetzt ein Traum für mich. Tue ich aber nicht. Das ist kein Traum. Das ist ein Albtraum. Können es alle verschwinden, wo Kamus kann auftauchen, bitte? Das wäre ein Traum. Nein, das ist ein Traum. Ah, vielleicht? Ich glaube, die sind weg. Ups, hier. Ja, Homolov ist das Problem. Ich will es nicht fangen, weil es schwer zu fangen ist. Und genauso wie Anton. Ich will Anton nicht fangen, weil Anton nicht wirklich... Oh, komm. Oh ja. Kann uns einfach zu fangen, deswegen. Der wehrt sich nicht dagegen. Der springt ein bisschen und das war's dann. Vielleicht bellt er mal. Aber er ist keiner, der gegen fliegt. Oder schneller links mehr rechts läuft. Den Vulcano ist bisher der sicherste von allen. Und er gibt immer 100 mindestens XP. Vielleicht doch. Gibt immer mindestens 100 XP. Das ist so ein... Ach, manchmal ist Training wichtig, aber meistens will ich nicht trainieren. So ist ich ein Pokémon. Im echten Leben okay. Da mache ich jeden Tag ein bisschen Training, basically. Weil ich jeden Tag mein Fahrrad fahre. Heute auch wieder. 50 Minuten. Das war ganz schön eigentlich. So. Ich hoffe aber schon mal, dass das Haben eines Simsalats den Kampf etwas verbessert. Weil immerhin ist Simsalat. Ah. Das ist zumindest kein Abra mehr. Denn jeder weiß, Abra ist sehr viel schwächer als Simsalat. Nah dran. Dankeschön für das Pokémon. Ich packe mal meine Angst weg. Aus Angst, dass irgendwas passiert. Ja, das war jetzt doof, weil das war ein schlechter Wurf. Da war ich dran schuld. Nicht das Vulcano. Okay. Aktuell passiert nichts über End. Oh Gott, mein Controller spinnt gerade leicht ein bisschen. Okay, Taubs ist weggeflogen. Dafür ist ein neues Taubs aufgetaucht. Ein goldenes. Also ein rotes, glitzerndes. Will ich das fangen? Oder bleibe ich weiter auf meinem Vulcano strecken? Uff, ich fang's. Ja, ich fang's. Warum nicht? Boink, boink, boink. Ah, wie geil. Ja, okay. Das bringt nicht viel XP. Ich sag 60. Okay, fast 100. Ach, komm schon, so nah dran. Ich denke, ich werde bis halbe Stunde trainieren und dann werde ich zum Major Bob gehen. Mein Team ist, glaube ich, bis dahin stark genug. Ich erschrecke mich von wegen dir immer die ganze Zeit, ey. Ich hasse dieses Pokémon-Folgen. Ich erschrecke mich die ganze Zeit, deswegen. Ich merke, dass... Warte mal. Kadabras tauchen nicht auf in dieser Gegend. Das fällt meinem Kopf erst später ein. Gut abgetimt. Ich bin beeindruckt, wie leise dieser andere Kopfhörer ist dafür. Der andere ist viel lauter. Echt, ey. Ah, war es getroffen? Nein. War es gefangen? Nein. Das war nicht mal gerade anscheinend. Langsam habe ich ein Problem hier. Oh, ich sag es doch. Da war mein Problem. Oh, das ist ein anderes, ein besseres. Ha, kein Problem mehr. Kein Problem mehr. Alles gut. Und das werde ich bestimmt mit einem Superball fangen. Das können wir glauben, Kinders. Ah, komm schon. Der hätte besser sein können. Den will ich gar nicht. Ich will eine Wertung haben dafür. Entweder sowas wie sehr gut oder wunderbar oder irgendwas anderes. Gut, nehme ich. Besser als gar keine Wertung.
Jetzt kann ich fangen, wenn ich möchte. Jetzt kann ich es fangen. Dankeschön. Siehst du? So, wie geht das? Yay. Hallo? Ah. 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 Das ist ein, ja. Tauboga. Das ist richtig. Gut erkannt, Sherlock. Okay. Na, 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 noch eins. Ein blaues diesmal. Ein winziges, stümpiges. Vielleicht besser so. Komm schon, das muss doch klappen. Fabelhaft mit einem Bonus, mit einer Große, mit einer Serie. Wie ist das möglich? Ein gutes funktioniert. Fabelhaft ist nicht. Werf doch einfach gerade, Freund. Ganz ernsthaft. Mach gerade, ist das so schwer? Oh mein Gott, ich hasse Pokémon. Warum vibrierst du? Warum hast du vibriert? Heißt das, du haust dich ab oder so? Oder warum vibrierst du gerade? Heißt das, du bist bald weg, mein Taubugo? Ich hoffe nicht. Bitte, bitte, bitte geh nicht weg. Bitte geh nicht weg, ich brauche dich. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich dich brauche gerade. Ich kann dich jetzt nicht gehen lassen. Ich geb dir mein Geld. Ich geb dir ein Zuhause. Das war ein Testversuch. Der Ball zählt nicht, oder? Der Ball zählt nicht. Der Ball zählt. Der Ball zählt. Komm schon, der zählt. Jetzt bleibst du drinnen, weil du mich toll findest. Was soll ich noch machen? Ich will bestimmt. Ich will dich doch keinen Bär aufnutzen. Glaubst du, du bist Tauboga. Ein legendäres Pokémon. Ich habe keinen Plan, wie viele Bälle ich schon geschmissen habe mit dem Ding hier. Zu viel offensichtlich. Was ist denn los? Ja, dann nimm mal eine blöde Bäre, wenn du mich haben willst. Hier, kannst haben. Bitteschön. Sei nett zu mir. Was für ein mieser Vogel! Nimm eine Bäre und geht! Verbraubt! Wenn ich diesen Vogel finde, dann boxe ich ihn, damit ich die Bäre wieder kriege. Kann in meine Hand reinröcheln. Mit dem Wurm, der gefressen hat. Ich diesen Vogel wieder finde. Oh. Echt alt. Ja, okay, ich glaube, seit Level 18 bist du jetzt oder so. Eins will ich noch fangen. Ein letztes Pokémon. Aber ein gutes. Kein Taubsi oder Tauboga. Tauboga nicht. Ein Fukano noch, komm schon. Die gibt's dir doch. Zeig mir Fukano, das ist ein Anton. Nein, zeig mir Fukano, hab ich gesagt. Zeig mir Fukano. Und zeig mir bitte kein Shiny. Das ist der Moment, wo ich kein Shiny möchte. Egal was war. Ist okay. Ist okay, ratzfatz brauche ich nicht kriegen. Ich kann es fangen. Weil letztes Mal haben wir gesagt, dass das Mapbo nicht durch ratzfatz getauscht werden kann, weil ich das davor hatte. Die Vorgänger-Pokémon werden nicht eingefügt, deswegen. Weil sonst wechsle ich zwischen den gleichen Pummel immer hin und her, hin und her, hin und her. Von daher ist Ratzfratz gerade erstmal raus. Was ich ganz okay finde, um echt zu sein. Aber so langsam möchte ich keinen Ratzfratz mehr haben. Von daher ist es okay für mich gerade mal, dass ich Ratzfratz gefangen habe. Das nächste Lied wird ein Problem, aber dann. Falls noch ein Lianas auftaucht. Dann ist Ratzfatz ja frei und Smapbus gesperrt. Ich glaube, es gibt auch viele Lila-Pokémon von daher. Außer habe ich noch genug. Die ganzen Giftsachen sind lila. Nidoran ist lila. Retteran, Smogon sind lila. Muschas ist lila. Ausdors ist lila. Dratini ist nicht lila. Nee, Dratini ist nicht lila. Dratini ist blau. Blutzug ist lila. H
Hatte ich auch zum Glück nicht, weil ich einen ausgewichen bin bisher. Zum Glück. Aber ein Blutzug wäre zwar nicht möglich. Wenn ich einen Blutzug reinlaufen würde, dann wäre es im Team. So, dann lassen wir kurz Team. Und das Team mal wieder aufbauen. Wir haben Worten, ich werde das mal alle auspacken. Ich werde jetzt das Team einpacken. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht gleich während des Kampfs gegen Major Bob Level Up kriegen verliere. Weil dann kann ich es nicht ändern. Ich versuche das Spiel schwer zu machen mit den Leveln her und so. Aber wenn ich halt im Kampf auflevel und dann verliere, dann tut mir leid. Ich gehe schon unter Level 3, sag mal so. Gehe jetzt schon unter Level 3. Nicht stark unter Level, aber ein bisschen unterlevelt. Das sind viele Vulkanos wieder. 42 Vulkanos. Ja, das klingt nach mir. Ich gebe gerne Vulkanos. Ich weiß. Nee, immer. Miau. Naja, bist du. Bibi. Was ist los? Einfach ans Gesicht. Hi, Schanera. Du wolltest auch nicht von mir gefangen werden. Nur eine Frecher, bin immer sauer drüber. Fand ich immer noch sehr gemein von dir. Und ich hab mich verziehen. Tja, so ist das Leben. Ach, ich muss mein Bild ändern. Was sagt das denn keiner? Ich trottel. Abreise kann mir dabei. Abreise nicht wirklich zu Katrua. Spannend! Mauzi und Sumilikat sehen ebenfalls das Gelb. Ja, okay, ich kann es irgendwie sehen. Ja, doch, ich kann es sehen. Bonita und Bonita und Galoppa auch. Wo die mehr so cremefarbig sind. Scheinen sind cremefarbene Punkte ebenfalls gelb. Okay. Und Lavados. Ich meine, ja, es macht Sinn. Lavados ist ein gelber Vogel. Ja, doch. Ja, okay. Okay. Ich meine, es macht Sinn. Oh nein, was bist du jetzt wieder? TM-Sklave. TM-Sklave steht der Mund offen. Es hat wohl etwas Melfus gesehen. Was denn? Was hast du gesehen? Sag es mir! Dein Gesicht. Oh mein Gott. Ich will nicht mit dir reden. Geh weg. Du brauchst so viel Aufmerksamkeit. Unglaublich. Mega, ja! Ich bin auch sehr froh, dass das Projekt bei YouTube gut ankommt. Anscheinend bisher. Von den Aufrufen her. Bin ich sehr froh drüber. Und nochmal danke für alle, die das bei YouTube gesehen haben. Dankeschön. Das danke ich an euch. Und jetzt wünsche ich mir Glück. Hoffentlich schaffen wir es, Major Bob diesmal in den Popo zu treten. Die Taktik war, wollte mal vergiften und dann mega saubern benutzen die ganze Zeit. Ich bin gespannt, ob es diesmal funktioniert. Mein Kopf sagt mir nein, aber mein Kopf hat sich öfter schon geirrt. Immerhin ist Fritz jetzt Level 24. Das macht eine Menge aus. Hab ich gehört. Tackle! Guter Versuch, Fritz. Guter Versuch. Okay. Wir kennen die Taktik. Bloom, du bist dran. Du benutzt jetzt Giftpuder und dann mega sauber. So oft du kannst. Ich hoffe, dass das jetzt bringt. So, Giftpuder. Lichtschild, das ist okay. Lichtschild kannst du machen. Lichtschild ist komplett okay für mich. Ich krieg schon mal eine Runde gratis Giftpuder raus. Was mir gut gefällt. Jetzt nehme ich mega sauber. Dann Blitz. Macht, glaube ich, 15 Schaden oder sowas. 14. Und ich heile mich um 7? Würde ich sagen, die Hälfte vielleicht wäre gut. Oh, mehr als die Hälfte sogar. Um 8. Okay, okay, okay. Also die Heilung funktioniert gut. Muss sagen. Wenn ich jetzt keinen Crit abkriege von ihm, dann habe ich gute Chancen. Und keine Paralyse. Das ist der Zeitpunkt. Ich will nicht paralysiert werden. Da. Ich sag noch schön, ich will keinen Volltreffer kriegen. Was kriege ich? Einen Volltreffer. Natürlich. Okay. Volltreffer. Gift. Ich meine, ich kann noch einmal rausziehen. Ich
kriegt normal 14 Schaden und heimlich um 7. Nee, 13 Schaden ist nur, okay. Und heimlich wahrscheinlich um 5 oder sowas nur. Weil ich glaube, ich habe mich nicht wieder 7 Leben abgezogen damit. Und 6, okay. Ich habe noch mehr als die Hälfte des Lebens, das ist gut. Jetzt kommt das nächste ins Ziel. Das nächste ist, Magnetilo. Dafür möchte ich jetzt gerne was anderes einpacken. Und zwar... Will ich Vincent reinpacken dafür jetzt? Die Frage. Vincent. Ich kann es versuchen, dich reinzupacken mit Zielkraft oder so vielleicht. Oh ja, klar, Zielkraft. Damit mache ich deine eine Sache weniger oder nicht. Donnerblitz, überlebst du das? Nein, das nicht. Schade. Ich hatte gehofft, du würdest überleben. Okay, dafür ist jetzt das Lichtschild weg. Bandit, du bist dran. Jetzt geht's los. Jetzt habe ich Angst. So, Bandit. Du musst einfach nur einen Flammenwurf schaffen, der ihn direkt tötet. Du hast ein paar Level gewonnen in der Zeit. Du bist stärker geworden. Nein! Oh, reicht das vom Schaden her? Natürlich reicht das. Oh, verdammt! Verdammter Mist, ey. Bist du langsamer als er? Du bist sowas von langsamer als er. Alter, tot. Bist du langsamer als er? Ich glaube, du warst schneller. Ja. Du warst 100% schneller. Den Stoß müsst ihr machen dann. Okay, Raichu. Jetzt wird's knapp. Bist du schneller als mein... Ich könnte auf Superschall gehen, hoffen, dass die Verwirrung was bringt. Falls ich erst dran bin. Ich glaube, ich bin nicht eher dran, aber mal gucken. Nee, überlebe ich das? Ich hoffe es. Nein! Manchmal ist das Spiel einfach gegen dich. Manchmal ist einfach alles gegen dich in diesem Spiel. Was muss man sagen? Jetzt habe ich Stan und Blum draußen. Blum ist zu langsam, wird direkt getötet wahrscheinlich. Auch wenn es nicht stark ist, es reicht für den Damage, den es hat. Der Typ ist echt gemein für mein Team. Ich meine, ich habe nicht die beste Chance, das stimmt wohl. Aber trotzdem. Wow. Überlebst du einen Donnerblitz? Okay, kannst du ihn saugen? Wie viel ist die Frage, kannst du saugen? Ich glaube, du... Du überlebst 2 Donnerblitze. Meine ich zumindest. Du müsstest 2 überleben, wenn du kein Volltreffer ist. Ja, du überlebst genau 2. Und danach wird's knapp jetzt. Wenn ich Glück habe, überlebst du noch einen weiteren. Wenn ich jetzt Glück habe, ich glaube aber nicht. Nee, schade. Aber es war ein... Besser als vorher. Also, hätte mein Magnetilo direkt gestorben bei meinem Kano, hätte es funktioniert. Das ist das Problem nämlich. Jetzt bist du K.O., weil du machst ihn nicht fertig mit sowas. Du kriegst direkt einen Schaden, aber bist tot. Ja. Ja. Aber okay, wir kommen näher. Wir hatten das Ding fast besiegt. Wir müssen nur mein Mirapla weiter schützen. Mein Mirapla ist so anfällig für alles. Das ist aber die einzige Sache, die... Mirapla und Magnetilo müssen stärker werden. Also heißt, ich muss ich muss, glaube ich, echt Bandit aufleveln. Bandit muss echt höher kommen vom Level her. Aber ich will nicht leveln jetzt. Ich muss mein Team wieder austauschen. Das dauert zu lange. Wie viel XP braucht Bandit noch zum Leveln? Ich mal gucken gerade. Wie viel XP braucht er alle? Da. Du brauchst wie viel XP? 1000. Ja, du brauchst 1600. 100. Ja, gut. Ja, komm. Ein Level hol ich noch mit meinem Team. Ein Level für Bände gibt's noch.